Grüß euch, meine Lieben. Jetzt kommt die finale Schicht vom zweiten Aurora-Bild. Ich habe jetzt den Rahmen nur ein bisschen dunkler gemacht und nur ein paar Stellen weiß lassen oder halt viel heller lassen, damit das Nachtleuchtpigment da wirklich dann nur ausstreut. Wie es auf dem Endeffekt streut, zeige ich euch, wenn es komplett fertig ist. Jetzt machen wir mal die finale Schicht noch. Und ich habe da nur einen Silberdraht rundherum gelegt. Einfach um einen inneren Rahmen auch noch ein bisschen zu gestalten. Das Harz habe ich mir angerührt und habe jetzt eine gute Stunde stehen lassen. Und siehst du, das möchte ich mit einem Pinsel machen. Da nehme ich jetzt einen uralten, ausgefransten Pinsel, wo es auch wieder wurscht ist, wenn ich ihn wegschmeißen muss. Weil da machen wir jetzt zuerst einmal einen Rahmen. So, da. Jetzt warten wir 1 bis 2 Tage und dann ist fertig und dann laden wir es mit Licht nochmal auf und dann zeige ich euch nochmal, wie es ausschaut. Da werde ich aber gerade dann noch Fotos einstellen. Also habt ihr mich wieder begleitet, wie ich das gemacht habe. Als Resümee, meiner mit UVHC ist super. Aus Borsalino Rahmen gestalten ist genauso super. Und generell kreativ sei es super. Also wünsche ich euch auch viel Spaß bei eurer Kreativität und dass eure Werke auch immer gelingen, so wie ihr euch das vorstellt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vergesst nicht liken, vergesst nicht kommentieren und folgen, falls ihr nichts mehr versammeln wollt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Danke fürs Zuschauen. Pfiat euch, Baba.